Warum laufe ich am helllichten Tag immer noch mit der Taschenlampe rum? Also, das war ein anderes Thema. Ja, jetzt müssen wir eigentlich mal ein bisschen darüber nachdenken, wie wir unsere Fritzbox, die ja nun in vielen, vielen Haushalten steht, wirklich jetzt dazu bekommen, dass die uns hilft, mit über Alexa unsere Geräte zu schalten. Sie wissen ja wahrscheinlich, es gibt ganz viele verschiedene Sachen. Heizungssteuerung habe ich zum Beispiel nicht, aber hier diese Aktoren, Zwischensteckdosen, die man schalten kann über die Fritzbox. Die kann man natürlich auch automatisch schalten lassen, zeitabhängig und Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und einmalig und auf Geräusche und so weiter. So, wenn man sowas zu Hause hat, dann will man ja vielleicht auch diese Sachen, naja, so ein bisschen mit Sprache steuern. Wäre doch interessant. Und das kann man. Es gab einen Skill von jemandem, der hat diesen Skill aber jetzt abgeschaltet. Er hat gesagt, ich mache das so lange, bis was Richtiges kommt. Von AVM, von dem Hersteller der Fritzbox, ist bis dato noch nichts da. Und deswegen gibt es jetzt einen anderen Skill, den will ich Ihnen zeigen. Wie man es macht? Ganz einfach. Haben eine Fritzbox, haben die eingerichtet, haben ihre Steckdosen, haben die eingerichtet, die haben Namen. Das ist Voraussetzung. Wenn sie das nicht haben, brauchen sie auch nichts. Und jetzt gehen wir hier auf Skills, indem wir bei alexa.amazon.de reingehen. So, gehen da auf Ihre Skills, die meinen damit meine. Und da habe ich nämlich schon diese FB genannte. Wir können hier auch suchen nach FB, also wenn Sie noch nicht installiert haben, nicht auf Ihre gehen, sondern auf alle Skills. Und dann gehen Sie auf FB und dann bekommen Sie angezeigt, was unter FB zu finden ist. Er zeigt jetzt erstmal andere Skills an. FB, Fritzbox, das ist die Abkürzung dafür, ist nicht eine offizielle Eigenschaft, sondern ist, wie gesagt, von jemandem, der sich die Mühe gemacht hat, eine sehr, sehr gute Lösung zu finden. So, und jetzt haben wir es immer noch nicht. Ah, jetzt kommt sie. Zweimal muss man also. So, und da sehen wir unten dieses Häuschen, FB Smart Home. Wenn wir da drauf gehen, dann kommen wir hier auf diesen Skill. Und da ist auch schon die Erklärung, was man so machen kann. Der muss also aktiviert werden. Wenn der dann aktiviert ist, kann ich mir hier ansehen, das ist der Link zu der Seite von dem, der dieses Skill entwickelt hat. Und wenn ich da drauf gehe, dann bekomme ich eine wunderbare, schöne Anleitung. Da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so viel dazu zu sagen, sondern der beschreibt mir jetzt ganz genau, was ich machen muss und hat auch Bilder hier. Also, ich muss erstmal ein MyFritz-Konto aktivieren. Ich gehe also in meine Fritzbox hinein und gehe in Internet und dann MyFritz und muss dann da, wo die Pfeile sind, hinklicken, bekomme dann auch hier an dieser Stelle eine Adresse, die damit kann ich von außen dann auf die Box zugreifen, muss anschließend auch einen Benutzer anlegen und muss auch zulassen, dass ich von außen auf die Box zugreifen kann. So, und hier ist das Benutzerkonto, wie man es nennen will, ist egal. Auch hier wieder die Pfeile dahin, wo man seine Häkchen setzen muss. Und das war im Prinzip alles. So, von jetzt an wird man wieder zurückgeleitet zu Amazon und kann sich jetzt aus diesem Skill heraus bei Amazon anmelden. So, jetzt wollen wir mal diese Sache überspringen. Ich will Ihnen weder mein Passwort noch sonst was hier zeigen. So, und dann kommen wir wieder weiter in Amazon in die Einstellungen hinein. Jetzt haben wir also im Grunde genommen die Verbindung, wir haben ja vorbereitet, dass mit der Fritzbox, dass sie die Dinger schalten kann. Die Namen der Schalter werden ja auch in der Fritzbox vergeben und abgelegt. Und anschließend haben wir jetzt dieses Skill aktiviert und haben jetzt die Verknüpfung zwischen Skill und zwischen Fritzbox hergestellt über diese Anmeldung, die ich ja schon gemacht habe, die ich Ihnen hier nur gezeigt habe. Jetzt bin ich ja im Prinzip schon fertig, denn ich habe ja das Konto, ich habe den Benutzer angelegt
Und jetzt kann dieser Benutzer über meine Fritzbox darauf zugreifen. Jetzt muss ich aber nur noch diesen Quasselbüchsen sagen, also hier zum Beispiel in dem Dot, er soll diese Geräte suchen. Hat er natürlich schon gemacht. Sie wissen, wie das geht. Alexa, suche meine Computer, und er sagt, ja, es kann 20 Minuten, Sekunden dauern und so weiter. Und anschließend, sagt er dann, ich habe die und die neu gefunden. Alles das, was wir in der Fritzbox eingetragen hatten, das ist im Prinzip alles. Es ist also trivial und einfach. So, was können Sie jetzt machen? Nun, einmal kann man jetzt diese Schalter einfach per Sprache ansteuern. So, wie sie heißen, so, wie sie in ihrer Fritzbox eingetragen sind. Ich habe zum Beispiel einen, der heißt Studio. Also, Computer, schalte Studio ein. Okay. Das funktioniert also. Und der andere, ja, der war an der Weihnachtsbeleuchtung, die wurde von der Fritzbox geschaltet, in Abhängigkeit von Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Und ich konnte sie auch per Sprache einschalten. Computer, schalte Weihnachtsbeleuchtung ein. Okay. Das ist der. Und genauso wieder umgekehrt. Computer, Weihnachtsbeleuchtung aus. Okay. Computer, Studio aus. Okay. So, was ich nicht habe, das sind andere Aktoren. Es gibt ja von APM auch Ventile für Heizung, für Warmwasserheizung. Die werden da drauf gesteckt und die sind dann auch verdeckt angeschlossen an die Box. So, und die kann man dann von der Box aus steuern. Da kann man komplexe Abläufe machen, Zeitschaltung machen und so weiter. Und die können auch die Temperatur zurückmelden. Da könnte ich dann zum Beispiel sagen, Computer, welche Temperatur ist im Studio? Die Temperatur von Studio ist 23,5 Grad. So, also da habe ich auch die Möglichkeit, das abzufragen. Da diese Steckdosen auch einen Temperatursensor drin haben, geht es nicht nur mit den automatischen Thermostaten, sondern auch hier mit diesen Teilen. Eine sehr schöne Möglichkeit, nicht offiziell von APM, und Sie müssen eventuell damit rechnen, dass irgendwann APM kommt und sagt, wir haben eine eigene Lösung, aber an den Entwickler erstmal herzlichen Dank, denken Sie dran, die Reihenfolge. Richten Sie erstmal Ihre Fritzbox komplett ein, klar, müssen Sie ja die Schalter erstmal eingerichtet haben. Wenn Sie das haben, errichten Sie ein Konto mit einem Namen. Ich habe meinen Heimcomputer genannt, den können Sie Alexa nennen oder Bananenfabrik, spielt gar keine Rolle. Und dann müssen Sie sagen, vom Internet zugreifen, die Rechte für diesen Benutzer einschränken. Der soll nur auf diese Aktoren zugreifen können. Das machen Sie auch in der Fritzbox-Oberfläche, auch beschrieben. Und nicht, dass irgendjemand von außen da reinkommt und dann alles verwursteln kann. Ja, und das war es eigentlich schon. Dann müssen Sie, wie gesagt, nur noch dann den Alexa-Kram sagen, suche die neuen Geräte und dann findet ihr alles, was da ist. Ein Tipp noch. Die Vorversion, die war nicht ganz so komfortabel, die war auch von der Steuerung her nicht so komfortabel, die ist sehr schnell da gewesen, war eine große Hilfe, hat viel Spaß gemacht, schönen Dank dafür, die aber jetzt abgeschaltet wird. Wer die installiert hatte, sollte sie bitte deinstallieren. Und auch alle Aktoren jetzt habe ich hier drauf getappt, deinstallieren. Und dann erst die neuen installieren. Die beiden Versionen von unterschiedlichen Herstellern vertragen sich nicht. Da kann es zu Schwierigkeiten kommen. Ich konnte einige Geräte nicht steuern, einige funktionierten. Warum, weiß kein Mensch. Erst nach Deinstallation aller alten und der Installation dann neu, geht ja ganz fix, ist ja überhaupt kein Thema, hat es dann plötzlich wieder funktioniert. Also, eine tolle Lösung, möchte ich sagen. Und vielleicht können Sie sich daran erinnern, in der letzten Sendung hatte ich ein Gespräch mit dem Steffen Prey, dem Mr. Beal aus dem Forum, der ja körperbehindert ist. Für den sind solche Sachen natürlich ideal. Der telefoniert über diese Alexa-Lösung und er kann über eine solche Lösung natürlich auch seine Geräte schalten, indem er einfach einen Zwischenstecker irgendwo reinsteckt und sagt dann, schalt das ein, schalt das ein, schalt aus oder sonst wo. Für behinderte Menschen ist diese Technik und diese Verknüpfung der Technik wahnsinnig gut. Ist nur manchmal eine Hürde, die Sachen
wirklich so zu installieren, dass sie funktionieren. Aber die sollten eigentlich solche Hilfe haben. Wenn sie so jemanden kennen, vielleicht können sie ihm ja helfen, dass das Leben ein bisschen leichter wird.